So, da sind wir wieder. Wir sind gerade dabei. Oh, wir haben die Brotscheiben verrotten lassen bei uns im Inventar. Wir sind gerade dabei, nochmal alles ein bisschen zu organisieren und hatten gerade Landwirtschaft gelesen. Das machen wir jetzt auch noch fertig, dass wir den Boost haben, wenn wir dann bald zur Ernte kommen. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert, bis es dann zur Ernte kommt, aber dürfte auch nicht mehr so lange dauern. Und vielleicht könnten wir. Genau, wir werden wahrscheinlich jetzt auch anfangen, gleich die. Oh, sehr hungrig. Die Dinge aufzubauen. Ach, wie heißt es nochmal? Ich komme jetzt leider nicht drauf. Ach, ich mache lieber einen Salat raus. Bereits enthaltene. Okay, habe ich schon den Salat oder? Ne. Erdbeeren kann ich auch noch dazu packen. Soll ja richtig lecker werden. So, da essen wir mal die Hälfte. Und es ist auch gegen Unglücklichkeit und Langeweile. Ne, gegen Langeweile nur. Okay. Dann essen wir einfach mal alles. Komm. Gelangweilt, das müssen wir nachher auch gleich noch ändern. Nicht, dass das wieder in Ding umschweift. Aber wir tun das erstmal hier rein. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Kompost funktioniert. Aber die Karotten kommen noch hier rein. Und dann schauen wir mal. Genau, nach dem Zeug, nach dem wir schauen wollten. Falle überprüfen kann ich hier auch noch nicht. Müllsäcke. Da haben wir doch ganz viele Mülleimer gehabt hier. Dann packen wir jetzt ein paar Müllsäcke ein. Da ist eine Zeitung drin, natürlich kein Müllsack. Da ist natürlich gar nichts drin. Auch nicht da ist ein Müllsack. Da können wir aber eigentlich auch noch weiter looten immer. Bei meinem Glück ist das Haus hier natürlich wieder Alarmanlagen gesichert. Ah ne, da waren wir schon drin, okay. Dann ist es nicht Alarmanlagen gesichert. Hier unten. Die Häuser hatten wir noch gar nicht. Die hier natürlich auch nicht. Dauert aber gerade auch schon wieder lang. Wahrscheinlich sind hier aber drei Viertel der Häuser aneinander gesichert. Das weiß ich jetzt schon. Und da haben sie die Tür noch gar nicht aufgemacht. Eieiei. Da ist ein Graffiti, oder? Ja, das ist ein Graffiti. Schnitzel wäre natürlich immer gut. Ich war schon ein bisschen erschreckt. Keine Alarmanlage, ja. Einpacken, Müllsack, ja. Irgendwie wollen wir immer spezielle Sachen suchen und am Ende nehmen wir alles mit. Endet irgendwie jedes Mal so. Beim Saatgut immer alles mitnehmen. Wasserflaschen auch. Je mehr Wasserflaschen, desto besser. Päckchen mit Saatgut. Teebeutel kann man auch mitnehmen. Kann man sich einen schönen Tee machen. Da ist.
sonst nichts, was wir noch brauchen könnten. Der Kräutersammler, das hatten wir schon. Ist auch nichts. Und hier ist auch nichts. Okay. Aber hier sind gar keine Mülleimer. Da ist ein Mülleimer. Und da hat jemand auch das Ding aufgebrochen. Schachtel mit Nägeln, Sandsack, was auch immer. Sandsack können wir mitnehmen. Stand nämlich vorne, dass ich irgendwie einen Sandsack brauche oder so. Mal gucken, wie lange eigentlich meine Axt. Okay, die hält noch ein bisschen. Auch keine Alarmanlage. Das ist ja. Schüssel mit Müsli zubereiten, könnte ich jetzt natürlich sofort hier machen. Ach komm, mach ich auch. Schüssel mit Müsli, Essen, alles. Was mit Bohnen. Ah ne, die kommen wir dann hier rein. Also wie ist Müsli noch? Also mit Bohnen. Ein Breiter kann man auch immer gebrauchen. Zwei Müllsäcke, sehr gut. Pasta. Marinara. Draht. Was auch immer der Draht in der Küche macht. Schokolade. Zack, zack. Täglich grüßt das Murmeltier. Ah, da haben wir schon geguckt, ne? Da ist nichts drin. Und. Das habe ich bereits gelesen. Verteidigungsstufe 1. Dann sinkt wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir Schaden bekommen. Wir hätten jetzt auf jeden Fall schon mal genug Müllsäcke, aber lieber nehmen wir mehr mit. Als zu wenig. Komm, den Lutscher essen wir gleich. Oh, Vorschlaghammer. Der passt jetzt nicht mehr rein. Den müssten wir beim nächsten Mal mitnehmen. Dose Chili mit. Und Müllsack. Ja, mehr Müllsäcke, umso besser. Rotwein. Da kann man bestimmt auch irgendwas Gutes mitmachen. Pasta. Chips können wir aber noch mitnehmen, Dose mit Mais kann man auch noch mitnehmen. Sind wir ein bisschen überbeladen, aber ein bisschen ist nicht meistens nicht so schlimm. Da können wir zum Beispiel auch noch Salz einpacken. Eierkarton. Das hatten wir noch gar nicht. Aber wir jetzt schon zu schwer sind, bringt das natürlich nichts. Noch mehr drauf zu laden. Wie viele Müllsäcke haben wir denn? Sechs. Bräuchten wir noch zwei, dann könnten wir zumindest. Da hatten wir schon geguckt.
noch zwei weitere Müllsäcke finden, könnten wir zwei Regentonnen bauen. Du erschreckst mich nicht nochmal. Gewürzgurken, komm, die halten sich ja ewig. Müllsack. Müllsack. Sieht man mal, was wir alles da gelassen hatten. Müllsack. Sehr gut, jetzt haben wir genug Müllsäcke erstmal für zwei Auffangbehälter. Sind wir zwar ein bisschen angestrengt, weil wir alles auch so schwer beladen sind, aber so ist es halt. Oh, wir sind schon wieder am Zunehmen, weil wir so viel essen. So. So viele Dosen, die wir jetzt schon wieder eingepackt haben. Pasta, Schokolade, Teebeutel. Räder kann da auch noch rein. Sieht man mal, wie schnell es wieder voll wird, weil wir so viel Zeug immer finden. Und halt auch alles Essen mitnehmen. Eimer. Tomate kommt noch hier rein. Die Wasserflaschen kommen auch noch da rein. Da haben wir bestimmt jetzt auch schon einige. 17 Wasserflaschen. Ah, die haben auch noch Essen drin. Eierkatzer, Milch, Gewürzgurken. Dann können wir die Chips noch rein, Rotwein, das Salz. Dann können wir mal gucken, ob wir noch was. Ja, Brot könnten wir jetzt herstellen. Das ist schon mal gut. Was können wir denn hier reinpacken? Also da kommen auf jeden Fall noch Patronen rein. Hier kommt noch der Eimer rein. Draht. Stehen noch alle noch. Ich dachte gerade, weil das sich so angehört hat, als wäre da drin. Sehr gut bewässert. Alles noch sehr gut bewässert, hoffe ich mal. Vom Regen, ja. Sehr schön. Empty Sandbag. Können wir mal auspacken. Schütten.
Ah, das ist ein ganz normaler Sack drin. Steht da noch nicht mehr sein Sack drin. Okay, dann packen wir den Sack hier zu. Und das ganze Saatgut kommt auch noch hier rein. Bereit zum Ernten. Jetzt wollten wir aber eigentlich erst die Ding bauen. Die Regentonnen. Egal. Dann ernten wir erst. Und packen wir erstmal ein Backpack. So. Also Stufe 1 wären wir jetzt schon mal in Landwirtschaft. Haben wir hier eine Schaufel drin? Ne, die Schaufel haben wir da nicht drin. Bringen wir natürlich hier die ganzen Karotten rein. Und haben den natürlich jetzt schon relativ voll gemacht. Befüllen. Flasche leer. Haben wir hier noch irgendwo Bretter? Ach, die haben wir hier irgendwo nach vorne hingelegt. Buttermesser. Dosenöffner. Die Müllsäcke, die behalten wir mal, oder die packen wir noch da rein. Die Schüssel könnte aber noch hier weg. Hier rein. Dann halt hier rein. Regentonne da. Wo bauen wir die hin? So, dass wir halt noch in den Komposter dran kommen. Ich glaube, die bauen wir einfach. Ja, doch, da kommen wir noch an den Komposter dran. Stimmt, da kann man jetzt auch sowas reinmachen. Ja, da kann man noch dran. Perfekt. Essen. Jetzt haben wir ja viele Karotten, die wir essen können. Wo haben wir sie denn? Hat jetzt auch relativ lang gedauert, bis die da waren. Dann gehen wir schlafen. Welchem Tag sind wir denn? 14 Tage haben wir überlebt. Also gingen vielleicht die Karotten doch noch am schnellsten. Natürlich müssen wir jetzt wieder neu anpflanzen. Eine nehmen. Primär ausrüsten. Das Küchenmesser packen wir noch hier rein. Jetzt kann man natürlich gut Sachen mit Karotten herstellen.
Warum möchte er jetzt? Ah, jetzt will er wieder alles machen. Fruchtsalat. Ich habe da aber gerade noch einen anderen Salat gesehen. Doch, Salat. Kann ich viel Karottensalat machen. Ja. Tortenteig. Wasser 2 Einheiten. Gucken wir nochmal, was er da vorne nicht für ein Problem hat. Die ganze Zeit anklopfen muss. Das ging schnell. Komm, dich nehmen wir auch noch mit. Gut, dann nehmen wir noch einmal mal wieder Karottensaatgut und machen noch ein Karottensaatgut aus. Auf. Nicht aus. Jetzt ist die Frage, ist wahrscheinlich nicht mehr sehr gut bewässert. Ne, ausgetrocknet. Gießkanne mit Wasser haben wir auch. Ja, wir wollen sehr gut. Wir wollen sehr gut. Sehr gut. Einmal noch die Gießkanne und dann kriegen wir da auch sehr gut hin. Die sind alle noch sehr gut bewässert, gehe ich mal von aus. Und da wir noch nicht genug Erfahrung gesammelt haben und uns noch relativ viel fehlt, können wir leider auch noch nicht Landwirtschaftsstufe 3 Stufe 1 machen. Packen wir mal weg. So. Dann machen wir nämlich hier noch. Noch ein bisschen. Dass es auch schön gerade aussieht. Gießkanne mit Wasser nehmen wir. Was haben wir denn schon? Cool. Haben wir Radieschen? Ich glaube, wir haben kein Radieschen. Doch, Radieschen-Saatgut haben wir anscheinend noch. Dann nehmen wir das doch gerade mal. Nein, das wollten wir nicht machen. Wir wollten Saatgut ausbringen. Die wollen noch ein bisschen mehr Wasser.
Dann muss ich jetzt nochmal befüllen. Und die Gießkanne auch befüllen. Das ist ausgetrocknet, ne? Ja, voll 100% wollen wir nicht. Durstig. Und dann machen wir 30. Und dann ist gut. Und dann machen wir vielleicht noch 5. Dann ist sehr gut. Okay, perfekt. Dann machen wir 55 und 40. Dann müsste sehr gut sein, ja. Die Gießkanne können wir dann da reinpacken, genauso wie Saatgut. Und machen hier auch mal wieder eine Pause. Bis dann. Tschüss.